So. Lexikografische Ordnung ist eine Entscheidungsregel. Da sind wir in der Welt Entscheidungsmodelle bei Sicherheit. Das heißt, wir haben keine Unsicherheit darüber, was für Umweltzustände wir haben werden. Aber was wir hier gegeben haben, ist, dass eine Aktion im Hinblick auf verschiedene Ziele, 1, 2, 3, unterschiedlich gewichtet wird. Ne? Das ist jetzt sehr abstrakt, aber ich denke, am einfachsten kann man sich vorstellen, Sie wollen jemand einstellen und haben drei Kriterien für einen neuen Mitarbeiter, keine Ahnung, Pünktlichkeit, technische Kompetenz und Vorerfahrung oder sowas. Und dann würden Sie jeden der Bewerber quasi abhaken auf Ihrer Checkliste, wie gut ist der in dem einen Kriterium, wie gut ist der im zweiten Kriterium und so weiter. Und im Endeffekt würde das in so einer Matrix hier resultieren. Und das ist dann das Grundprinzip, wie so eine Tabelle aufgebaut ist. In der Aufgabe auf dem Übungsblatt war eben gegeben, dass wir drei verschiedene Aktionen haben und die nach den verschiedenen Zielen so bewertet werden. Also hier in der Mitte, was da steht, das sind die Bewertungen für uns oder der Gewinn oder der Nutzen. Also so, wie wir es finden. Größer bedeutet besser. Und hier unten, das ist die Zielgewichtung. Ne, das sagt uns, Ziel 1 ist uns am allerwichtigsten mit 0,7, danach Ziel 2 mit 0,2 und dann Ziel 3. Okay? Und bei der lexikografischen Ordnung gehen wir einfach so vor. Wir gucken, was ist das wichtigste Ziel? Das wichtigste Ziel ist K1 wegen den 0,7. Und welche Aktion ist im Hinblick auf das wichtigste Ziel am besten? Da haben wir 1, 1 und 0, haben wir einen Gleichstand. Ne? Also die beiden sind am besten. Können wir uns jetzt erstmal nicht entscheiden. Und dann, weil Gleichstand ist, gucken wir weiter zum zweitwichtigsten Ziel. Das ist hier K2. Und dann vergleichen wir die beiden, die jetzt übrig sind. Und dann sehen wir eben, A1 ist uns 0,5 wert, A2 ist 1 wert. Und deswegen ist hier das die optimale Lösung. A2 ist die optimale Lösung, weil es beim wichtigsten Ziel den geteilten ersten Platz hatte. Und beim zweitwichtigsten Ziel in der Stichwahl quasi gewinnt es dann gegen A1. Mehr ist das nicht mit der lexikografischen Ordnung. Wenn man Glück hat, ist man direkt beim ersten fertig. Wenn man Pech hat, muss man eben durchgehen. Es ist auch nicht garantiert, dass am Ende, nachdem wir alle Ziele durchgegangen sind, eine optimale Lösung übrig ist. Das ist einfach nur eine Entscheidungsregel, wie man das machen kann. Ja, also viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen zur lexikografischen Ordnung. Es ist natürlich sehr vereinfacht. Und es können dann auch komische Entscheidungen bei rauskommen. Es kann ja sein, dass eine Aktion bei 9 von 10 Zielen eindeutig das Beste ist, aber beim wichtigsten, bei dem, es könnte dann das 10. Ziel könnte dann das wichtigste sein, ganz knapp, und wenn da eben eine andere Aktion knapp besser ist, dann wird die andere Aktion gewählt, obwohl die erste in allen anderen Kriterien besser ist. Ne? Sowas kann passieren, wenn wir rein nach lexikografischer Ordnung vorgehen, und das muss man halt wissen. Genau. Moment.